Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Es ist wirklich kaum zu glauben, was gerade in diesem Land passiert und dennoch muss man sich mit dieser Realität auseinandersetzen. Man muss sich mit der Frage auseinandersetzen, was bei Politikern schiefläuft, die dieses Land doch eigentlich zum Wohle des deutschen Volkes regieren sollen, aber die eben dieses Volk in Gefahr bringen, die eben dieses Volk in einen Krieg ziehen. Und dabei muss doch eine Frage erlaubt sein, möchten Politiker überhaupt einen Krieg verhindern oder legen es manche sogar wirklich ganz aggressiv darauf an? Das muss man so deutlich fragen dürfen. Und ausgerechnet Annalena Baerbock hat nun öffentlich etwas gestanden. Das ist schon fast der wahre Plan der Regierung. Da hört man raus, was eigentlich gedacht ist. Deswegen, diesen Beitrag, den sollte wirklich jeder Bürger komplett anschauen, damit er sieht, worum es hier geht und was wir dagegen tun müssen. Das Wohl der deutschen Bevölkerung sollte an erster Stelle stehen. Das ist ein Grundsatz, den dürfte man für selbstverständlich halten, in Deutschland, in dem Land, wo es eben genau um dieses Volk gehen sollte. Aber wir alle wissen, dass dieser Grundsatz schon sehr lange nicht mehr selbstverständlich ist. Nach den letzten Jahren, wo wir sehr viele Probleme hatten, eben mit aggressivem Lobbyismus, auch in der Gesundheitspolitik, in der Corona-Politik, wo wir sehr viele Probleme hatten mit einer Klimaagenda, die umgesetzt wurde ohne Rücksicht auf Verluste. Deswegen haben wir selbst jetzt bei der Inflation immer noch die CO2-Steuer. Spätestens seitdem wissen wir, dass in Deutschland eine ideologiegetriebene Politik gemacht wird und dass die Realität nicht immer eine Rolle dabei spielt, beziehungsweise die Lebensrealität der Bürger gerne einmal ausgeblendet wird. Und das sehen wir bei der aktuellen Kriegspolitik, denn nichts anderes ist es bei den Grünen sehr gut. Denn die Grünen waren ja immer die Friedenspartei oder Achtung, haben zumindest behauptet es zu sein, denn schon in der Vergangenheit haben sie ja für einen Kriegseinsatz gestimmt. Dass sie das nun wieder tun, sollte keinen überraschen. Was aber überraschend ist, ist die Radikalität, mit der es mittlerweile verkündet wird. Und Achtung, was auch überraschend ist und eigentlich muss man sagen, wirklich schockierend, dass die grüne Basis das mitmacht. Denn ganz ehrlich, es ist ja eine Sache, ob Parteibonzen eben elitär und abgehoben irgendwas beschließen oder eben die Basis, ob die Wähler das auch noch gutieren und diese Partei dann in Massen wählen. Und das sind schon sehr beängstigende Züge, wenn man sieht, dass da ganz viele Menschen sind, ganz große Menschenmassen, die sagen, ja, es ist toll, dass die Grünen jetzt militärisch aufrüsten wollen, es ist toll, dass die Grünen jetzt uns in einen Krieg ziehen wollen, Hauptsache wir kämpfen, Hauptsache wir sind wieder jemand, der in die Schlacht zieht. Diese Rhetorik, die wird wieder ausgegraben und da kann man schon, man muss es deutlich sagen, mit der Angst zu tun bekommen. Vor allem, wenn man mal deutlich zuhört, worum es hier eigentlich geht. Denn immer wurde ja gesagt, es geht nur darum, einem anderen Land zu helfen. Dass es aber um was ganz anderes gehen könnte. Das hat ausgerechnet Außenministerin Annalena Baerbock jetzt verraten. Doch seht selbst, was gemeint ist. Doch lesen wir einfach direkt rein in die Quelle Tagesschau, dann könnt ihr nämlich mit eigenen Augen sehen, was Annalena Baerbock von sich gegeben hat und ich sage nur so viel, das ist eigentlich eine richtige Kriegsansage. Doch seht selbst. Eine Aufhebung der Sanktionen gibt es nur, wenn Russland seine Truppen abzieht. Ein Frieden zu Bedingungen, die Russland diktiert hat, würde weder der Ukraine noch uns in Europa die ersehnte Sicherheit bringen. Das ist eine Aussage, die muss man wirklich mal ganz deutlich aufschlüsseln. Denn Frau Baerbock sagt hier, dass sie nicht bereit ist, jede Art von Frieden zu akzeptieren. Und natürlich muss man sagen, ein Frieden, der nur vorgeschoben wäre oder irgendwelche unmenschlichen Bedingungen hätte, den könnte man natürlich nicht akzeptieren. Aber wenn man diese Aussage mal näher dechiffriert, dann fällt einem auf, es geht hier um was ganz anderes. Es geht generell darum, dass Russland gefälligst keine Bedingungen vorzudiktieren hat, sondern einfach seine Truppen abziehen soll und so tun soll, als wäre nie was passiert. Und am besten noch sich entschuldigen soll. Das Problem ist, auch wenn man das moralisch richtig finden würde, wie realistisch ist es bitte? Das ist keine Realpolitik, das ist wirklich mal wieder grüne Träumerei. Wir alle dürften wissen, dass Russland seine Interessenpolitik sehr schonungslos durchsetzen wird und dass das praktisch schon absehbar war vor vielen Monaten. Und wir müssen auch sagen, dieser Prozess, der war wirklich absehbar, das sage nicht nur ich so. Ich blende hier eine Quelle ein von der FAZ. Da wurde nämlich schon, Wochen bevor überhaupt diese Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt kam, wurde schon der FAZ eigentlich befürchtet, was muss man tun, damit Annalena Baerbock einen Krieg mit Moskau nicht herbeiredet. Und genau darum geht es hier nämlich. Es geht nämlich um ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Die Grünen sagen ganz klar, Russland muss auf ganzer Linie praktisch besiegt werden. Deswegen brauchen wir schwere Waffenlieferungen. Deswegen dürfen wir denen gar keine Zugeständnisse machen. Und so kommt es dann zu einer Situation, die ziemlich, ziemlich düster ist und die sieht wie folgt aus. Wir haben eine Lage, in der man eventuell einen Frieden erreichen könnte, indem man
gewisse Zugeständnisse macht, zum Beispiel einzelne Gebiete Russland zugesteht in einer internationalen Verhandlungslösung, was doch von vielen Experten als einzige Lösung angesehen wird und dafür eben sehr viele Menschenleben einfach retten kann und zusätzlich natürlich auch verhindern kann, dass das gesamte Land Ukraine zerstört wird. Und jeder, der ein bisschen diplomatisch unterwegs ist, der auch viel darüber liest, was Diplomaten sagen, der dürfte wissen, dass eine solche Lösung die einzige ist, die international auch funktionieren könnte, weil es gibt ja auch genug Länder, die jetzt voll hinter dem stehen, was Russland tut, und es gibt eben auch den Westen, der ganz klar dagegen ist. Also ohne eine Verhandlungslösung haben wir hier einen Krieg, der kann extrem viele Jahre gehen und sich immer weiter ausweiten. Aber Frau Baerbock, die hat ja eine Lösung. Und welche ist es? Sie sagt, es wäre ja vielleicht gar nicht auszuschließen, dass es zum Atomkrieg kommt. Das hat sie wirklich so gesagt. Auch hier blende ich die Quelle ein. Auch hier könnt ihr sehen, sie meinte, ja, man dürfe keine Panikmache betreiben, aber man müsse schon so ehrlich sein, einen Atomkrieg kann man natürlich nicht ausschließen, aber das dürfe einen nicht davon abhalten, die Ukraine zu unterstützen. Und da denke ich mir einfach, geht's noch? Also die Frau sagt so, filmt euch damit ab, dass es vielleicht einen Atomkrieg gibt, dass eure Kinder kein Leben mehr haben, keine Zukunft mehr haben, aber wir haben Hauptsache mal hier geholfen. Also wenn das die Mentalität dieser Politik sein soll, dann kann man doch wirklich sagen, der wahre Plan ist eigentlich eine Eskalation. Der wahre Plan ist eben nicht Frieden. Kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Aspekt dieser Analyse, der in den meisten großen Medien leider konsequent weggelassen wird. Wessen Interessen werden hier eigentlich vertreten? Und da kann man wirklich ganz deutlich schon mal sagen, um auch keine Zweifel aufkommen zu lassen, deutsche Interessen sind es wirklich nicht. Denn welche Interessen hat denn Deutschland daran, da jetzt überhaupt in diesem fremden Krieg zu intervenieren? Denn eine Ausweitung des Krieges wird ja dann wahrscheinlicher, wenn immer mehr Staaten mitmischen und wenn immer mehr Staaten auch meinen, sie müssten praktisch eine Provokation starten, was ja auch immer zu einem Gegenschlag führt. Ich sage es nochmal, es war von vornherein eigentlich klar, dass ein militärischer Sieg ausgeschlossen ist. Und jetzt sagen immer mehr Politiker, wir brauchen einen militärischen Sieg der Ukraine. Aber das absolut unwahrscheinlichste Szenario, darauf solle man jetzt setzen. Und ganz wichtig, das wird ja auch von den USA so kommuniziert. Und die USA haben ja auch ganz klar gesagt, sie werden die Ukraine weiter unterstützen. Was dabei aber eigentlich gemacht ist, sehen wir selbst. Zelensky hat beispielsweise, das ist ganz wichtig jetzt, das anzumerken, Druck gemacht auf die USA, Achtung, damit die USA Druck auf Deutschland machen, Waffen zu liefern. Also Zelensky von der Ukraine sagt den USA, also Deutschland muss unter Druck gesetzt werden, dass wir Deutschen Waffen liefern. Da stelle ich mir die Frage, was ist denn das für eine Interessenpolitik? Seit wann kann die USA Deutschland vorschreiben, ob wir Waffen liefern oder nicht? Beziehungsweise, wie kann man da überhaupt Druck machen in einer solchen Sache? Und warum wendet sich Zelensky denn an die USA? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage und nicht an Deutschland direkt. Meint er etwa, er hat mehr Macht oder er kann mehr bewirken, wenn er den Druck so ausübt, weil er weiß, dass unsere Politik, die wir jetzt gerade haben, dass auch die Grünen sich sehr stark an den USA-Interessen orientieren. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt. Deutsche Interessen werden hierbei nämlich gar nicht vertreten. Und das hat ausgerechnet Tino Chrupalla von der AfD auch sehr treffend gesagt. Er meinte nämlich auf die Frage, was muss man eigentlich tun, um der Ukraine in diesem Krieg zu helfen? Er meinte tatsächlich, das wäre gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist eben humanitäre Hilfe und unsere Aufgabe ist es, bei einer Verhandlungslösung diplomatisch mitzuwirken, die international getragen wird. Was soll es also bringen, einem Konflikt militärisch mitzumischen, wo wir als Land gar nichts gewinnen können, im Gegenteil nur verlieren können, nämlich die Sicherheit unserer Familien, nämlich die Sicherheit von allem, was wir besitzen und von allem, was wir in diesem Leben noch erleben wollen. Kommen wir nun aber zum wichtigsten Aspekt dieses journalistischen Beitrags. Denn es ist tatsächlich so, wir dürfen uns da nichts vormachen lassen. Die Gefahr eines dritten Weltkrieges ist real. Und das ist eben keine Panikmache. Und jeder, der ein bisschen Vernunft im Kopf hat, der weiß auch genau das. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, da dürfen wir auf gar keinen Fall den Fehler machen, dass wir das so hinnehmen, weil das ist nämlich der Weg in eben jeden dritten Weltkrieg, wo ich ja auch schon hier angedeutet habe, dass die Grünen genau diesen Weg begehen, weil ihnen ihre Ideologie wichtiger ist als unsere Sicherheit, als unser Leben. Aber ich sage nochmal, unser Leben ist wichtiger als die Ideologie der Grünen. Und man sieht hier an einem Praxisbeispiel nochmal, dass zum Beispiel Melnik, der ukrainische Botschafter, ja sagte, man könne der Ukraine ja jetzt alle Waffen liefern, die es nur gibt von Deutschland aus, weil für Putin wäre Deutschland sowieso schon Kriegspartei. Und das ist ein ganz türkisches Denken. Denn es wird gesagt, der dritte Weltkrieg, der ist ja sowieso schon da. Der ist ja gar nicht mehr zu vermeiden. Aber nochmal, das ist eben eine Taktik der Ukraine, das ist eine Taktik auch der USA, dass man klar sagt, wir setzen hier unsere Interessen durch. Und deswegen reden wir praktisch herbei, dass alle Länder beteiligt sind, aber diese
diese Länder sind nicht beteiligt. Deutschland ist eben nicht beteiligt. Deutschland lässt sich da hineinziehen, wo wir nichts gewinnen können, wo wir nur verlieren können, wo wir alle in Gefahr gebracht werden können für Interessen, die nicht unsere sind. Und ich finde, so klar muss das wirklich formuliert werden und so deutlich muss es jeder Bürger in diesem Land verstehen. Weil es kann nicht sein, dass wir die Sicherheit unserer Familien, die Sicherheit unserer Kinder, die Sicherheit unseres Lebens, unserer Lebensführung aufs Spiel setzen für nichts, wirklich für nichts. Das muss man so deutlich formulieren. Deswegen danke an jeden Einzelnen, der dieses Video jetzt teilt und ein Zeichen setzt für den Frieden und vor allem auch für das Finden einer Verhandlungslösung und gegen Waffenlieferungen, gegen eine weitere Eskalation. Jetzt möchte ich noch einmal ganz ehrlich zu euch sagen, wisst ihr, ich bin politisch wirklich kein ängstlicher Mensch, was die Politik angeht. Bei mir ist sogar jemand, der sagt, was gesagt werden muss, muss gesagt werden, egal was es kostet. Ihr wisst, dass ich diese Mentalität hier auf diesem Kanal seit vielen Jahren fahre. Aber ich sage auch, so viel Angst, was Politik anging, wie jetzt, hatte ich noch nie, weil diese Gefahr, die ich sehe, die ist wirklich so. Wir haben alle irgendwann in Geschichtsbüchern gelesen, wie das war, dass große Bevölkerungsteile begeisterungsfähig sind für einen Krieg, dass die Menschen sagen, ja, wir müssen kämpfen, aufgehetzt von Politikern. Und genau das erlebe ich jetzt gerade auch, dass ich zum Beispiel Nachrichten bekomme von Leuten, die mich dann zum Beispiel einen Feigling nennen, die mich beleidigen, die sagen, ja, du bist dir nur zu schade, für unsere Werte zu sterben und solche Sachen. Die Menschen haben die Kriegspropaganda schon komplett verinnerlicht und die Menschen haben auch das Feindbild schon komplett verinnerlicht. Eine Nachricht, die ich neulich erhielt, war zum Beispiel, ich spreche dir das Lebensrecht ab, du Russe. Das hat mir jemand geschrieben. Da muss ich deutlich sagen, die Menschen haben wirklich dieses Freund-Feind-Denken, dieses der darf leben, der muss sterben, schon komplett verinnerlicht und lassen das jetzt an Menschen wie mir, aber auch an vielen anderen aus, die wirklich hier versuchen, einfach rational für Frieden aufzuklären. Und deswegen sage ich auch ganz klar, umso dankbarer bin ich für jeden Menschen, der in diesen Zeiten hinter mir steht, der hinter meiner Arbeit steht und der diese weiterhin möglich macht, indem er sie freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich hier im Video ein, sie auch im obersten Kommentar oder dieses Video verlinkt und ich danke wirklich von ganzem Herzen jedem, der meine Arbeit so weiter möglich macht, denn nur so ist es möglich, dass ich hier so frei und so unabhängig als junger Mensch immer für euch arbeiten kann. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal vollkommen kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich freue mich sehr, wenn ihr das jetzt noch macht. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch, Leute. Ciao.